Moin Moin, Bremer Lehrkraft. Heute zeigen wir dir den Computermodus des Tafelsystems. Zunächst wählst du per Fernbedienung oder direkt am Beamer die Source-Taste. Wähle den Computer als Quellgerät aus. Oft erkennt der Beamer die Quelle auch schon automatisch. Das Tafelsystem dient nun als Computerbildschirm. Über die interaktive Oberfläche kann der Computer auch gesteuert werden. Benutzen kannst du neben dem interaktiven Stift auch deine Finger und andere Gegenstände. In diesem Beispiel wird ein Videostream aus dem Angebot von Medien Online gezeigt. Auch in dem Computermodus kann ich die Schreibfunktion benutzen, um zum Beispiel Textelemente hervorzuheben oder ins Bild zu zeichnen. Mit einer Funktastatur als zusätzliches Eingabemedium gestaltet sich die Texteingabe kinderleicht.